Abend zusammen und ein herzliches Willkommen hier zu unserem kleinen Stream gegen die Einsamkeit mal wieder am Mittwoch. Ja, wir haben es tatsächlich doch noch rechtzeitig geschafft. Ich grüße euch erstmal alle. Herzlich willkommen. Muss man erstmal Kaffee trinken. Freut mich, dass ihr wieder so zahlreich hergefunden habt. Freut mich, dass ihr alle wieder Bock habt, mitzurätseln. Wir machen mal munter weiter. Ich habe alles vergessen vom letzten Mal. Wir haben irgendwie so einen Container mit Gedärmen rumgewühlt. Das weiß ich noch, aber ansonsten... Ja, ne? wird schon. So, ich lade jetzt erstmal 9. Und dann kommen wir erstmal ganz langsam hier an. Erstmal Grüße gehen raus an den W, an Kurin, an Nadinchen, an den HD-Fox. Der Jens ist da. Wen hab ich da vergessen? Von der Cross ist am Start. Shadrick ist da. Der Sven ist am Start. Trucker Dave ist auch wieder dabei. Kevin Style ist dabei, Schwabi ist dabei. Richtig voll hier. Grüße gehen auf jeden Fall raus an alle. Und ja, wir machen mal. Ich habe den letzten Stream gestern erstmal nachgeholt. Vernünftig, damit man auf Kurs ist und heute wieder miträtseln kann. Ne? Ich brauche ja auch hier Unterstützung. Ich bin hier komplett raus. Ne? Laslowski, Grüße gehen raus. Ich würde sagen, wir machen mal munter weiter. Jetzt helfen wir nochmal auf die Sprünge. Ja? Wir haben im letzten Part den Schlüssel organisiert. Damit haben wir das Müllsack-Dings da geöffnet und haben uns gabbelige Klamotten organisiert. Da endete es, glaube ich. Und ich glaube, es ist wieder zu laut. Warte, ich muss leiser machen. So wird's gehen. So, wo waren wir denn hier? Also, wir haben kleiner Schlüssel vom Müllcontainer. Das hatten wir. Dann hatten wir Klamotten geöffnet. Da habe ich was rausgeschnitten. Genau, da haben wir dieses Ding bekommen. Die Klamotten selber brauchen wir nicht. Muss mir entscheiden, Blaufuchs oder Evo Sound? Kann mich nicht entscheiden. Ja, das ist schwierig. Das ist jetzt schwierig. So, was müssen wir tun? Wo gehen wir hin? Also, ich weiß ja noch, dass letztes Mal mehrere Leute gesagt haben, warst du eigentlich schon in der, wie heißt das hier, Kirche drin? Und ich denke mal, das ist der Weg, wo wir heute hin müssen. Ich würde jetzt einfach mal so vorsichtig nochmal in eine Kneipe gehen, gucken, ob der lustige Wirt und seine Saufkumpanen noch alle da sind und dann geht's mal los. Erstmal nochmal Hermann anquatschen, mal gucken, ob der noch was zu erzählen hat. Kann ich mit Ihnen sprechen? Moment bitte. So, du bist das letzte Mal hier zu Hermann, um dir die Bilder abzuholen. Ja, aber ich höre. Er ist noch nicht fertig. Okay, so war das, genau. Noch nicht! Haben Sie den Film für mich entwickelt? Noch nicht, Gordon. Ich habe zu tun. Kommen Sie später wieder. Ist okay. Ich habe auch zu tun. Ist jetzt nicht so, als wäre ich nicht auch ein beschäftiger Mensch. Ne? Also, er tut es ja so, als wäre er der Einzige, der irgendwie beschäftigt ist. Gut. Dann würde ich sagen, erstmal zur Kneipe. Und wenn in der Kneipe keiner eine Idee hat, dann gehen wir zu Bates. Wenn einer weiß, wo es weitergeht, dann ist es Bates. So, da bin ich nun auch. Der Falke ist auch am Start. Grüße gehen raus an den Falken. Moin, moin. So, wo müssen wir jetzt hin? Erstmal im Willow Creek. Wir gehen jetzt erstmal zur Kneipe. Die Eline ist auch am Start. So, warte mal, ciao. Renn hier. Wir wissen ja schon, dass der Schokolade mag. Das brauchen wir, glaube ich. Oh, die zwei sind weg hier. Aber sie haben ihre Flasche noch da gelassen. Der räumt nicht mal ab, der Junge. Der räumt nicht mehr ab. Lässt einfach stehen, den Kram. Weißt du? Lässt einfach stehen. Räumt hier irgendwann weg. Wir haben einander schon alles gesagt. Okay. Vielleicht erzählt er noch was, der Totengräber jetzt. Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Gut. Dann würde ich jetzt einfach mal vorsichtig Richtung Kirche gehen. Einfach nur in der Hoffnung, dass da jetzt irgendwas ist. Man kann es ja mal ausprobieren. 17 Sekunden Verzögerung. Falke, das ist dieser Entschleunigungsmoment. Gehört dazu. Ne? Das gehört dazu. Was ist hier los? So, weiter geht's. Kirche betreten. Ich versuche mal mein Glück. Vielleicht ist sie jetzt mal auf. Wichtig ist, er mag Schokolade. Sag ich ja auch. Ja. Da hat das einer verstanden. Hier hat wenigstens einer aufgepasst. Aber er geht sehr langsam. Das heißt, die Tür ist immer noch abgeschlossen. Bin mir sehr sicher. Die Kirche ist abgeschlossen. Siehst du wohl. Ich habe auch keinen Plan, Alter. Wir haben jetzt halt dieses komische Konstrukt, wo ich nicht weiß, was wir mit diesem... Alle Teile greifen perfekt ineinander. Wenn wir jetzt nochmal in das Buch gucken, Williams Tagebuch. Bin ja schon froh, dass diese Woche überhaupt läuft. Vodafone ist nicht mein Freund im Moment. Da kann ich dir ein wunderbares Video vom Held der Steine empfehlen. Der hat sich mit dem Thema Vodafone auch mal ausgiebig auseinandergesetzt. Ne?
Der sagt da auch sogar seine konkrete Meinung zu. Nabend. Du musst heute die Umfragen machen. Der Elite kriegt das schon hin, ne? Sonst muss ich es auf mein Handy machen. Ja, das geht im Zweifel auch. Ich habe mich da noch nie eingeloggt, aber das wird gehen. Elite, du musst einfach nur Slash und dann Poll eingeben und dann kannst du einfach nur machen positiv oder negativ und gib ihm um und dann setzt du das auf eine Minute und dann läuft es. Dann läuft es. So. Okay, ich habe keine Ahnung, hier geht's nicht weiter. Dann würde ich sagen, Bates, ne? Wenn einer weiß, wie es weitergeht, dann ist es Bates. Bates weiß immer Bescheid. Ne? Ich habe sonst jetzt gerade aktuell keinen Ansatz. Wo beim Pringles öffnen geschnitten. Stream kann losgehen. Pringles sind nicht gut für dich, ja? So. Noch bin ich ja da. Jens, du regelst. Ihr regelt das beide. Ihr regelt. Wir gehen jetzt erstmal runter. Ich habe das Gothic 1 Geräusch vermisst. War die falsche Tür irgendwie? So. Zur Küche. Und hinein. Ich höre ihn immer noch freudig sein Zwiebelmesser am Schlärfen da. Das ist alles gut. Er ist immer noch fleißig dabei, du. Da, wenn es etwas gibt, was mir Halt gibt, was mir einen Anker gibt, dann ist es Bates. Ja? Bates entschleunigt. Bates ist immer da. Er ist immer für uns parat. Und er wird mir immer eine Zwiebel schneiden können. Immer. Bates, Junge, wir müssen mal reden. Brauchen Sie etwas, Sir? Nein, eigentlich nicht. Ich komme nur gerade zufällig vorbei. Weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Weißt du? Jetzt bitte lass mich mit ihm reden. Wenn ich jetzt nicht mit ihm reden kann, dann, war es das jetzt? Tatsache? Okay. Wow. Schön, dass wir da bis auf den Griff runterschleifen. So gehört sich das. Das ist gute Qualität. Gut, jetzt wird es langsam aber eng. Ich würde jetzt einfach erstmal weiter mit den Leuten schnacken, die es noch so gibt. Und danach, habe ich keine Idee mehr. So, wen haben wir denn noch? Wir haben noch die gute Dorme, die noch nicht sehr viel gesagt hat, dieses Kapitel. Dann haben wir natürlich den Robert noch. Vielleicht erzählt sie jetzt hier noch irgendwas. Victoria. Ich möchte alleine sein. Ich rede später mit ihr. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht kann man Robert auf den neuen Gegenstand ansprechen. Gute Idee. Warum sollte man auch nur mit der Klinge schneiden können? Mit dem Griff. Wen umbringst du? Sieht keiner kommen. Damit rechnest du auch nicht, ne? Ich habe einen Griff dabei. Ja. Gut, also jetzt bleibt langsam auch nur noch der Rob. Nein. Oh. Ich habe hier ein bisschen Finger-Trouble, Leute. Ich muss erstmal reinkommen. Ich hatte gerade noch richtig schön Kopfschmerzen, deswegen musste ich mich erstmal noch ein Stündchen hinlegen. Bin jetzt quasi erst erwacht. Bisschen verknallert und verknausert und verknittert, aber es läuft. Es läuft. Der Wildlife ist da. Wir haben uns schon alles gesagt, was zu sagen war. Was? Auch Robert nicht? Was jetzt noch? Ja, da geht er, glaube ich, einfach nur pennen. Mehr ist er noch nicht mehr. Jetzt gehen wir in unser Zimmer, gehen schlafen. Vielleicht haben wir das Konzept Messer immer falsch verstanden und der Griff ist eigentlich der schneidende Part. Ich glaube auch, dass wir das einfach grundsätzlich einfach immer missverstehen. Ja. Gut, ich lege mich jetzt... Nein. Okay, jetzt habe ich langsam keine Ahnung mehr. Jetzt haben wir nur noch den einen Typen. Nur den einen Typen hinten, der da bei den Pferden ist, was ich verstehen kann. Wenn ich jetzt mir es aussuchen könnte, würde ich auch da rumchillen. Den ganzen Tag irgendwelche Pferde streicheln, ist doch eine nette Sache. Und dann bleibt nicht mehr viel, sag ich jetzt mal, ne? Dann fällt mir langsam nichts mehr ein, Alter. Mein Onkel hat den Griff mal benutzt, um Karpfen bewusstlos zu hauen. Ja, beim Angeln machst du das tatsächlich so, ne? Vom Angelmesser. Der W, was sagst du dazu? Als ausgebildeter Angler? Frage von Freund, ist das überhaupt legal? Darf man einfach mit dem Messergriff? Ist das okay? So, hier, er muss uns jetzt erleuchten, sonst haben wir langsam ein Problem. Oder eins der Pferde ist das, kann auch sein. Warum gehst du jetzt raus? Ich wollte mit ihm reden! Du, das läuft heute super. Ich hab, also wenn das so weitergeht... Gutes Gefühl, sag ich mal. Ich habe ein gutes Gefühl. Heute läuft's bei mir. Morris, Junge, wie sieht's aus? Ich habe ihm nichts zu sagen. Angelmesser wusste nicht, dass Badewanne zum Angeln geeignet ist. Nein, man benötigt einen fachgerechten Totschläger, der je nach Größe des Fisches variiert. Ach, siehst du, wieder was gelernt. Der hat halt gar keinen Bock. Gar keiner möchte mehr mit uns reden. Wir haben uns mit allen Leuten verstritten. Keiner hat mehr Bock. So, Leute, jetzt müssen wir mal gemeinsam überlegen. Wie geht's weiter? Was sollen wir tun? Hat irgendjemand noch eine Idee? Wir können natürlich mal versuchen, dieses Gerät Leuten entgegenzuhalten. Das habe ich jetzt gerade leider nicht gemacht, weil ich ein bisschen dumm bin. Das hätte vielleicht was gebracht. Ansonsten fällt mir jetzt reell so echt mal nichts mehr ein.
Großanzeige, Brieftasche. Dann haben wir Pillen, die brauchen wir aktuell nicht. Karte des Landguts brauchen wir nicht. Nö. Diese schwarze Kugel, aber... Keine Idee. Vielleicht doch schlafen. Schlafen geht nicht. Nicht habe, sondern Game. Achso. Habe beendet. Game beendet, weil keiner weiß, wie es weitergeht. Ja, wir hängen jetzt ein bisschen in der Luft, ne? Man muss auch mal ein bisschen in der Luft hängen. Wir haben noch diese Schmuckkette, haben wir überhaupt gar keine Idee von. Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Vielleicht können wir das Victoria zeigen. Ich habe jetzt echt nicht versucht, den Leuten immer Dinge zu zeigen. Das sollte ich vielleicht mehr machen. Probieren wir es mal. Wir gehen mal zu Victoria und zeigen ihr dieses Kästchen. Oder Bates, der weiß es vielleicht auch. Wenn jemand aber sonst noch Ideen hat, einfach reinposten in den Chat. Ich bin für alle Anregungen und Vorschläge offen. Der Weh. Weißt du nicht noch ein bisschen was? Kannst du nicht so einen kleinen Tipp geben für die Ahnungslosen? Weißt du? Bleib aber vom Messergriff fern. Ja, da habe ich Angst vor. Seit heute habe ich Respekt vor Messergriffen. Victoria, guck mal, ich habe hier dieses Schmuckkästchen. Wie sieht's aus? Da passiert gar nichts. Dann habe ich dieses Ding. Passiert auch nichts. Ich glaube, man kann den Leuten so Sachen nicht geben. Oder? Man muss einfach mit denen reden und im Gespräch passiert das, habe ich das Gefühl. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist hier noch irgendjemand. Ich wüsste aber nicht, was. Boah, komplett ahnungslos, Mann. Vielleicht müssen wir irgendwas triggern, Alter. Irgendwas müssen wir triggern. Tja. Gehen wir noch zum hinteren Abschnitt. I don't know what to do. Was haben wir denn noch? Wir haben jetzt eigentlich nur noch den Typen, dem man Sachen verkaufen kann, den Pfandheini. Mit dem kann man noch reden. Und dann sind wir alle Leute durchgegangen und mit keinem haben wir noch was zu reden. Ich sag mal so. Die Kirche und Umgebung ist ganz interessant. Mal den Friedhof genauer angeschaut. Besuch mal den Mann, der als Namen einen... Was? Eine Tautologie hat. Alles klar. Let's go. Wir gehen mal Richtung Kirche. Das ist bestimmt Otto oder so. Fuchs der Zeiger, meine Katze beobachtet dich schon. Ja, ich passe auf. Ich halte mich zurück mit dem Rumgewedel. Ich verspreche es. Hermann ist nicht ansprechbar. Wo ist der überhaupt? Ist das nicht der Doktor? Jovi, Grüße geht raus. Moin moin. Das ist eine gute Frage. Wer war denn Hermann? Ich erinnere mich nicht mehr. Black Mirror Hermann. Schade. Aber werden wir rausfinden. Wir gehen jetzt einfach mal zur Kirche und schauen uns mal um. Der Hermann ist bestimmt irgendwie auf dem Friedhof unterwegs und macht da irgendwas. Dr. Hermann. Dr. Hermann ist unten und arbeitet an der Leiche. Kirche, was da gar nichts mehr. Tja, jetzt gucken wir. Oh, warte mal. Hast du Harry auch schon mal nach Mark gefragt? Tja, wer war denn jetzt nochmal wieder? Harry war der Wirt und da hat er gerade gesagt, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich wüsste nicht, worüber ich mit ihm reden soll. Wir gucken uns jetzt nochmal den Grabstein an. Da geht 100 pro irgendwas. Der Mann ohne Namensgedächtnis. So sieht's leider aus, ey. Geht hier irgendwas? Kann ich irgendwas an diesem Grab tun? Nö. William Gordon. Okay. Schauen wir uns doch mal voller Inbrunst und Neugierde um. Oh, das Gewitter, das ist schon ein bisschen gruselig. Tja. Hier sehe ich jetzt so erstmal nichts. Ja, der Fuchs hat leider meinen Witz nicht verstanden. Aber die Folge ist super. Ja, ich bin nicht hochbegabt genug dafür. Ausbildungsniveau ist einfach zu schlecht. Versuch mal die Spieluhr am Grab. Okay.
Doch geht leider noch nix. Vielleicht dieses komische Ding. Auch da geht nix. Ach, und als Tipp, rede auch nochmal mit Vic. Eventuell hast du danach ein paar Chancen auf deine Bilder. Vic? Ich weiß, dass er Schokolade mag. Okay, wir gehen nochmal wieder zurück. Also hier scheint jetzt dann doch erstmal noch nicht zu sein. Nee. Vic. Besuchen wir Vic. Ich bin Freund von ihm. Er mag Schokolade. Ich mag Schokolade. Jetzt gucken wir uns nochmal bei der Kirche. Mal so, zur Kirche nochmal hingehen brauchen wir nicht, weil das hat gerade eben ja schon nicht funktioniert. Und seitdem ist ja nichts passiert. Wir haben nichts getan. Also gehen wir jetzt erstmal zu Vic. Das ist der Einzige, den ich noch nicht angequatscht habe. Und den Typen in seinem Pfandladen. Sonst haben wir mit allen schon gequatscht. Es gibt ja nur die große Fronttür, die kannst du nicht anklicken, und es gibt die Seitentür und die geht nicht. Da sagt er, ist abgeschlossen. Vielleicht kann ich aber mit den komischen Dingen sie öffnen. Nein, sowas ist doch nicht gemeint, Fuchs. Niemand zweifelt deine Hochbegabtheit an. Die Sache. Ja, hochbegabt mich auf jeden Fall. Das will ich auch nicht ab. Das will ich mir niemals absprechen. Da bin ich mir sehr sicher. Ne? Aber ich habe einen sehr niedrigen IQ in Witzeerkennung. Genauso wie ich einen sehr niedrigen IQ... Ich habe nichts mit ihm zu besprechen. Das kann doch nicht angehen, Alter! Ich habe auch einen sehr niedrigen IQ in Namenserinnerung. Das ist ganz schlimm. Wir haben einander schon alles gesagt. Alles gesagt. Nichts zu reden. Harrys Pub ist der einzige weit und breit. Weit und breit. Deswegen kann er auch die Preise bestimmen. Monopol. Auf Schnaps. Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten. Ich weiß es nicht. Er sieht nicht sehr sympathisch aus. Ist er ja auch nicht. Er ist echt... uncool drauf, der Junge. So, mal gucken wir noch mal hier, ne? Und ich sag meinen Kunden immer, ich bin etwas eingerostet in Sarkasmus. Er mag Schokolade. Weiß ich ja. Vielleicht kennt er diese Spieluhr. Vic kennt die Spieluhr nicht. Vielleicht kennt Vic dieses Ding. Auch das nicht. Ich versuche das nochmal bei den beiden da drinne. Und der Arzt. Der Arzt, der sagt nur... Kann der W mal einen Tipp raushauen oder wäre das Cheaten? Oder du hast eine Witzeresistenz entwickelt. Sag mal kurz den Zaubern. Nee, nee. Vielleicht dieses Ding. Nee, nee. Nope. Ich gehe jetzt nochmal zu dem Typ in seinem Pfandhaus, Mann. Tja, das wird heute die ganze Folge werden, ne? Heute 3 Stunden, Fuchs eiert rum und hat überhaupt keinen Plan. Mega. Hallo, guten Tag. Möchte mit Ihnen reden. Kann ich Ihnen helfen? Vielleicht. Sie reden Nein, immer mit mir. Eigentlich nicht. Danke. Nein! Okay, pass auf. Ich habe dieses Kästchen. Leider nicht. Murray hat dieses Leihhaus vor etwa 10 Jahren eröffnet. Nope. Die Kugel macht so ein gruseliges Geräusch. So, jetzt habe ich aber echt keine Idee mehr. So, und du? Hast du 3 Stunden gesagt? Ich denke mal ja. Wenn meine Kopfschmerzen nicht nochmal returnen, dann wäre 3 Stunden auf jeden Fall drin. Alle im Dorf sind mega abgenervt. Was will der denn schon wieder? Ja, dann eiert er da immer rum, hält einem dauernd irgendwelche Kugeln vors Gesicht. Hier, kennst du diese Kugel? Ich mag übrigens Schokolade. Was ist los mit ihm? Was ist los mit ihm? Er weiß es einfach nicht. Gut. Jetzt, keine Ahnung, gehe ich nochmal zum Doktor. Hermanns Haus. Wenn einer was weiß, ist es der Hermann. Wir sind jetzt einmal rumgelaufen. Vielleicht hat Hermann es inzwischen geschafft, die Bilder zu entwickeln. Aber warte mal eben. Ja? Samuel Gordon. Bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Sie herein. Schon ich wieder. Ich bin unten in der Leichenhalle. Beim Fuchs werden also mega stumpfe Witze benötigt. Für alles andere ist der IQ zu hoch entwickelt. So sieht's aus. Von der Cross hat es verstanden. Ja? Ich verstehe dich sonst nicht. Hast du mal ein komisch kombiniertes Etwas mit dem im Garten gefundenen vergleichen? Im Garten?
Ja, das habe ich ja gemacht und dann wurde daraus, dann meinte er, sie passen perfekt ineinander. Das haben wir gemacht. Aber das Gartending habe ich da schon reingedrückt, das ist schon erledigt. Und dann sagte er, das passt perfekt ineinander. Auf diese Idee bin ich sofort gekommen. Aber seitdem habe ich jetzt dieses Ding. Alle Teile greifen perfekt ineinander. Aber was ich mit diesem Ding machen soll und wem ich es einführen soll, keine Ahnung. Irgendjemand will es ja. Hinein bekommen. Bin mir ziemlich sicher, vielleicht kennt er sich hier aus. Guck mal, ich habe diese Spieluhr. Hermann kennt die Spieluhr nicht. Das seltsame Objekt kennt er auch nicht. Die Kugel? Nein. Um seinen Job beneide ich ihn nicht. Ich auch nicht, er darf den ganzen Tag in irgendwelchen Eingeweiden herumwühlen. Mann und Frau passen auch perfekt. Alter, Doktor, kann ich kurz heute mit nicht, Ihnen sprechen? Heute nicht, sonst gibt es wieder Mega. Wir müssen uns heute zurückhalten, Leute. Ja, in Ordnung. In Ordnung. Das Maximum der Gefühle ist das Penisgeländer. Höher gehen wir heute nicht. Doktor, haben Sie die Fotos für mich gemacht? Ja, ich habe sie drüben auf die Spüle gelegt. Yay! Danke für Ihre Mühe. Keine Ahnung warum, aber einmal einfach einen Turnus machen mit allen, mal quatschen hat geholfen. So geht die Zeit rum, nicht wahr? Behälter mit Fotos, muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Hauptsache geht jetzt. Ich lege die Bilder in Williams Tagebuch. Mach das mal. Das ist sehr gut, dass du das getan hast. Dann schauen wir uns mal das Tagebuch an. So. Gehen wir mal hier hin. Also, guck mal, hier ist so eine Kugel. Weiß ich nicht, wo das ist. Das wird auf jeden Fall das sein, was wir machen werden müssen. Ne? Wir müssen irgendwie in die Kirche rein. Und ich denke, wenn wir in der Kirche drin sind, ab dann kommt auch schon ganz schnell das Ende. Vielleicht muss ja der neue Schlüssel irgendwo benutzt werden. Du hast ihn ja bestimmt nicht ohne Grund noch einmal bekommen. Das war ja der Schlüssel, achso, das meinst du ja, den wir dann doppelt bekommen haben. Ich denke mal, leider nicht. Atem. Die Symbole ähneln sich sehr. Nur das Zeichen in der Mitte ist anders. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Da hat er recht. Da hat er recht. Na bitte, kommen wir ja noch ein Stück weiter. Der Fuchs musste sich nur erst einfuchsen. Nur einmal halt eine Runde drehen, ne? Das Spiel ist so gestrickt, dass du nur einmal hättest die Szene wechseln müssen und dann wären die Fotos fertig. So schnell kann es gehen. Jetzt müsstest du auch in die Kirche kommen. Alles klar. Wir probieren es jetzt mal mit unserem... Ja, wir gehen jetzt mal in die Kirche und geht das auch los. Ich habe da ein gutes Gefühl. Doch, doch. Auf geht's. Auf zur Kirche! Kirche von Warmhill. Die Tür ist offen! Hier vorne geht nichts, aber sehe ich jetzt Licht und so. War das schon vorher so? Ich bilde mir jetzt einfach ein, da hat sich was verändert. Bilde mir ein, da hat sich was getan. Man muss einfach hoffen. Und dann geht es schon. Reicht für heute. Es reicht mir schon. Wir haben genug erreicht. Ich würde sagen, wir sehen uns dann alle nächsten Mittwoch wieder, wenn ihr Bock habt. So, jetzt gibt es wieder sehr viel abzufahren mit meiner Maus. Sehr viel zu erkunden. Kirche verlassen. Da ist ein Gitter. Zum Altar. Zum hinteren Teil. Endlich geht's weiter. Ja, wollen wir also erstmal zum Gitter, würde ich sagen, ne? Erstmal zum Gitter. Das Gitter ist abgeschlossen. Wer hätte das denn gedacht? Gut. Gitter ist abgeschlossen. Dann auf zum Altar. Oh, da sind sogar Leute. Pater Frederik und Gläubige. Plural. Ich hätte es jetzt nur als einen angesehen, aber ist okay. Ist okay. Reden wir mal mit Pater Frederik, mal sehen, wessen Stimme er hat. Ist es Danny oder so, irgendein anderer aus Pater Frederik? Ja? Ja? Kann ich mit Ihnen sprechen? Sag ich doch. Aber sicher, mein Sohn. Ich höre. Ich bin Samuel Gordon. Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben, aber ich erinnere mich an Sie. Ich möchte Ihnen danken für das, was Sie bei der Trauerfeier gesagt haben. Sie müssen mir nicht danken. Es war das Mindeste, was ich für William tun konnte.
Leute, geil. Sicher, dass das nicht feminin gemeint ist? Gläubige. Ich sag ja, der IQ heute, also meine Hochbegabtheit ist heute sehr extrem. Also ihr müsst damit mir Nachsicht haben. Ich bin gerade erst aufgestanden quasi, ja. Ich habe mich gerade hingelegt. Da geht das Gehirn, ist doch gleich wieder hochgefahren. Ich muss mehr Kaffee trinken. Gläubige. Alter, da geht ja gar nichts mehr. Aber ich latsche über mich selber, das ist immer das Wichtigste. Ja? Wenn du so dumm bist, dass deine eigene Blödheit dich amüsiert, dann hast du alles richtig gemacht. Jetzt reden wir erstmal mit Pater Frederik, der übrigens auch eine Stimme aus King of Queen hat. Gläubigeinen. Ich kann das nicht aussprechen mit diesem Gender-Sternchen. Ich kann es nicht. Ich werde es wahrscheinlich niemals können, aber ich akzeptiere es. Ja. So. Kirche. Ich habe gehört, dass man vor langer Zeit hier auf dem Dachboden Ketzer hingerichtet hat. Den Chroniken nach fanden die Prozesse genau über der Stelle statt, an der wir jetzt stehen. Ein seltsamer Standort für eine Kirche, finden Sie nicht? Es war Marcus Gordon, Ihr Vorfahr, der die Kirche hat erbauen lassen. Er wollte wenigstens teilweise die Sünden und Ungerechtigkeiten wiedergutmachen, die hier stattgefunden haben. Ich glaube, er hat den richtigen Weg gewählt. Der Weh, Alter, die Stimme. Komm, hau raus. Das ist eine von King of Queens. Aber welche? Das ist so ein random NPC. Also ist keiner der Hauptcharaktere, aber die Stimme taucht immer mal wieder auf. Und ich habe ganz präsent das Gesicht in meinem Kopf von dem NPC aus King of Queens. Aber ich weiß nicht, wer es ist. Ne? Sorry, ich bin wieder raus. Scheint ein Routing-Problem. Oh. Alle anderen funktioniert. Trace Route zu Twitch verläuft irgendwo im Nichts. Falke, ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Dann wünsche ich dir trotzdem einen schönen Abend. Ich hoffe, irgendwann wird es wieder gehen. Das ist so sad. Das ist so sad. Pater, ich möchte mit Ihnen über William sprechen. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Was bekümmert Sie, mein Sohn? Ich weiß, dass er oft hierher kam. Ja, genau wie viele andere Leute, die regelmäßig beichten, um ihre Seelen zu entlasten. Aber ich weiß auch, dass er nachts herkam. Können Sie mir erklären, warum? Nun, da Sie es sind, kann ich es wohl sagen. Er hat mich immer wieder gebeten, ihn in den alten Glockenturm zu lassen. Er war okay. So hartnäckig, dass ich am Ende seine Bitte erfüllt habe. Haben Sie eine Ahnung, was er dort gesucht hat? Nein, habe ich nicht. Er wollte alleine sein und das habe ich respektiert. Er blieb immer lange dort. Okay. Wenn er ging, war er jedes Mal völlig erschöpft. Mehr weiß ich wirklich nicht. Tja, dann würde ich sagen, darf ich in den Glockenturm? Darf ich? So lange, bis das macht. Ich habe hier dieses seltsame Objekt gefunden. Das sieht zwar inzwischen schon gar nicht mehr so aus, weil ich da was anderes integriert habe, aber... Hm? Sehen Sie sich das an, Pater. Haben Sie eine Ahnung, was das sein könnte? Ich fürchte, nein. Es ist sehr alt, würde ich sagen. Ansonsten kann ich nichts darüber sagen. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Marcus. Sagen Sie, Pater, was wissen Sie über Marcus Gordon? Er war einer der großartigsten Männer seiner Zeit, das genaue Gegenteil seines älteren Bruders. Mordred war ein grausiger Antichrist. Er pflegte bei Scheinprozessen Unschuldige zu foltern und zu missbrauchen. Gott sei Dank war er nicht lange an der Macht. Mhm. Marcus ermutigte die Bauern, sich gegen ihn aufzulehnen. Und es gelang ihnen, ihn zu stürzen. Mit ihren Sie können Forken. Stolz darauf sein, dass Marcus Blut durch ihre Adern fließt, mein Sohn. Okay. Du willst doch nur im Turm mal die Glocke läuten. Das Ding ist nur ein Vorwand, gib's zu. Ich wurde durchschaut. So, Beichtstuhl. Pater, darf ich etwas beichten? Natürlich. Möchten Sie das jetzt machen? Nein, ich meinte später. Glauben Sie mir, so etwas sollte man nicht hinauszögern. Ich muss erst das machen. Ich komme später wieder. Versprochen. Ich muss erst das tun, wofür ich später beichten möchte. Deswegen ist es noch zu früh, aber bald. Ich komme bald wieder. Falke schmeißt Vodafone weg. Wenn das so leicht wäre, Vertragsaufzeiten. Falke, der Trend geht zum Zweitvertrag. Ja? Man muss sich auch mal gönnen, weißt du? Man muss sich auch mal gönnen. Glockentour. Vater, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Ich würde mich gerne im alten Glockenturm umsehen. Aber mein Sohn, der Glockenturm ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Warum wollen Sie dorthin gehen? Das kann ich im Moment leider nicht beantworten. Aber es ist sehr wichtig, glauben Sie mir. Also gut. Ich werde eine Ausnahme machen, aber nur dieses eine Mal. Danke. Folgen Sie mir bitte. Ich hätte jetzt gerne noch erst noch mit dem Gläubigen geredet.
Ich bin ein Gordon, ich darf überall hin. Ja. Ich werde sie alleine lassen. Ich Dankeschön. Muss zur Kirche zurück und anderen dienen. Natürlich, Pater. Danke. 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 Sagen Sie mir bitte, wenn Sie fertig sind, damit ich das Gitter wieder schließen kann. Natürlich. Ich muss dahinter kommen, wie William in Marcus' Grab gelang. Ich gehe nicht, ehe ich den Eingang gefunden habe. Das ist eine klare Ansage. Also wir wissen jetzt, wir müssen hier so lange rumrätseln, bis wir den Eingang gefunden haben. Das Erste, was ich sofort sehe, diese schwarze Kugel gehört in dieses Ding hinein. Eindeutig. Okay, vielleicht doch nicht. Aber da ist eine Öffnung. Mit 1 zu 1 nie Probleme gehabt, dafür aber nur 16.000er Leitungen. Ja, ich habe deswegen bei mir auf EWE gewechselt. Ne? Die Form ähnelt dem des steinernen Objekts. Sag ich doch! Das ist das steinerne Objekt, oder nicht? Oder nee, warte, er meint dieses Ding. Drück es hinein! Es hat sich nichts getan. Oh doch! Es ist etwas hochgefahren. Ein Altar. Na gut, dann viel Spaß noch. Hau rein, Falke. Schade. Bis hoffentlich nächstes Mal. Vielleicht klappt es dann wieder. Der Chat läuft weiter. Bildschirm lädt. Oh Mann. Kack, Twitch. Wir müssen wohl auch auf YouTube wechseln. Das hilft ja wohl nichts. Bild. Ich darf es nicht sagen. Twitch ist eine super Plattform. Ich liebe sie. Ein Madonnenbild. Okay. Gut, dass du das erkannt hast. Ich hatte bisher auch noch nie Probleme mit Twitch, aber wir sind bei EWE gerade momentan ansässig. Das läuft eigentlich, muss ich echt sagen, stabil. 1 und 1 liefert mir hier 16.000, EWE halt 110.000. Das ist schon mal ein Unterschied. Ne, vorher wäre Stream jetzt nicht so drin gewesen, muss man echt sagen. Mit 16.000 macht das keine Freude. Aber ich habe es halt so, dass jetzt bei mir am Tag so in der Regel einmal das Internet ausfällt. Und es ist nicht die Router-Zwangstrennungskacke, sondern es ist einfach nur EWE-Gedönse. Aber ist egal, einmal am Tag, meistens irgendwann nachts, stört eh nicht. Ne? Wie viele Augen mögen schon durch dieses trübe Glas gespäht haben? Keine Ahnung, aber ich finde es schön, dass er darüber sinniert. Der Blick durch das Fenster bietet nur die bedrückende Aussicht auf den alten Friedhof. Gut. Großes Tor. Das führt zum hinteren Teil des Friedhofs. Das Tor ist von der anderen Seite abgeschlossen. Es lässt sich nicht öffnen. Es hat kein Schloss. Es hat kein Schloss. Okay, also da kommen wir erst von der anderen Seite wieder rein. Bilder. Hatte mit Twitch eine Zeit immer Bufferprobleme, selbst bei 100.000 Mbit hochgeladen. Mehrere alte Bilder und das staubige Inventar liegen still im Schatten. Ich kann daran nichts Interessantes entdecken. So, ich denke, wir haben jetzt alles abgekaspert, außer den Altar. Und wir dürfen... Oh, wir können die Treppe benutzen und wir dürfen tatsächlich nicht die Glocke läuten, was mich sehr traurig macht. Darüber muss William in seinem Tagebuch geschrieben haben. Ich muss dahinter kommen, wie es funktioniert. So Leute, da brauche ich euch jetzt, denn ich bin heute offensichtlich zu bescheuert. Ja, wirklich, ich kann nicht mal das richtige Gender erkennen. Ja, ich bin nicht mal in der Lage, Geschlechter zu erkennen heute. Für mich ist alles neutral. Das kriege ich nicht gebacken. Da brauche ich Hilfe. Ja? Also jetzt mal einen Screenshot machen, damit ihr merkt, wie die Ausgangssituation war. Und dann geht es schon. So, jetzt gucken wir aber erst nochmal in... Alter, da müssen wir... Weißt du, das ist so... Hinschieben, runterschieben, da muss man immer zwischenparken. Weißt du, das wird richtig, richtig räudig. Richtig räudig wird das jetzt. Jetzt holen wir uns erst nochmal im Buch die Anleitung da von William. Und dann wird das schlimm werden. Hä? Ich weiß nicht, was er mir damit sagen möchte, ne? Hier schwarz und weiß. Wahrscheinlich müssen wir nur die schwarzen und weißen bewegen. Ich muss mir mal eben einen Screenshot machen, ja? In der heutigen modernen Zeit kann man da mit sowas ja arbeiten. Sehr schön. Naja, so, dann wollen wir doch mal. Klick mal drauf, ich glaube, der liest es dann vor. Ach echt? Warte, geht los. Wenn ich das früher gewusst hätte, was ich heute erfahren habe, hätte ich ihn ihm nicht gegeben. Laut unserer Aufzeichnung ist der nächste Schlüssel in Marcus' Händen. Der vierte Schlüssel ging an Darkham Gordon, der ursprüngliche Herr des abgelegenen Schlosses in Wales. Eines steht fest. Ich muss bald nach Wales aufbrechen. Ich weiß immer noch nicht, wo sich der fünfte Schlüssel befindet.
Sein Ursprung ist im Nebel der Vergangenheit verborgen. Wenn ich die anderen bekommen habe, muss ich auch diesen letzten suchen. 15. April. Ich bin aus Wales zurückgekehrt. Meine Suche verlief ohne Erfolg. Es war nicht leicht, in die Familiengruft zu gelangen. Leider gelang es mir nicht, das nächste Fragment der Wahrheit zu finden, und ich musste mit leeren Händen wieder heimkehren. Aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Ich werde mich auf die Schlüssel konzentrieren, die James und Markus besitzen. Sie zu bekommen dürfte nicht schwer sein. 21. April. Was meinen Vorfahren in der Vergangenheit widerfahren ist, kann ich nicht mehr ändern, aber ich hoffe, zukünftige Ereignisse beeinflussen zu können. Der Fluch, der auf unserer Familie lastet, hat seinen Ursprung in grauer Vorzeit. Er muss aus einer Zeit stammen, die so weit zurückliegt wie die von Markus und Mordred, den ersten Gordons. Ich habe beschlossen, an dem Ort, an dem Markus ruht, nach Antworten zu suchen. Ich weiß, dass sein Grab im Dunkel unter der Gemeindekirche verborgen ist. Der Eingang ist lange in Vergessenheit geraten und niemand weiß, wo er liegt. Ich mache mich heute Abend auf den Weg zum Pfarrhaus. 26. April. Was auch immer unter Wormhill begraben liegt, es ist nicht leicht zu erreichen. Erst nach mehreren Tagen entdeckte ich einen eigenartigen Sockel im Glockenturm mit zahlreichen winzigen, sorgfältig bearbeiteten Steinen. Der ganze Sockel ist ein raffiniertes, mechanisches Schloss. Er öffnet zweifellos den Weg in die unterirdische Welt unter der Kirche. Ich habe versucht, die Positionen der gegenüberliegenden Steine zu ändern. Aber es gelang mir nicht, mich voll zu konzentrieren. Die gegenüberliegenden Steine. Gehen wir mal raus, ne? Jo. Oh, Falke, wenn du jetzt noch da wärst mit deinem hochentwickelten Gehirn. So, warte. Muss mir mal meinen Screenshot nochmal ansehen. Ich hab schon vergessen, wie das in dem Buch aussah. Alter, das läuft heute. Das wird heute wirklich gut. Okay, ja, einfach drehen. Die Weißen müssen jetzt waagerecht und die Schwarzen müssen senkrecht. Und in der Mitte bleibt das rote Ding. Also einmal alles tauschen. Na dann überlegen wir mal, wie wir das am schlausten angehen. Soll ich einfach mal loslegen oder möchte jemand eine Strategie entwickeln? Ich würde jetzt einfach mal rumprobieren, bis es nicht mehr funktioniert, ne? Wahrscheinlich können wir das... Boah, du musst die alle einzeln anklicken, da kriegst du ja die Krise. Packen wir das Rote da hoch und dann können wir jetzt hier anfangen. Das muss auch noch weiter hoch. Und jetzt würde ich anfangen, die ersten Weißen darüber zu holen. Warte, erstmal den da. Das wird schon irgendwie. Also ich lege jetzt einfach mal los. Stell dich halt 90 Grad zu Tisch und fährt. Würde ich auch sagen, einfach das ganze Ding drehen, weißt du? Das ist doch gut. Ne? Was soll denn der Stress? So, jetzt können wir doch hier anfangen. So. Oh, das ist ja ein Nervkram. So. Ach, guck mal, es bleibt aktiv. Nee. Wir müssen, das ist wieder fies gemacht. Jetzt müssen wir das. Tja, es geht schon los, Alter. Es geht schon los. Wenn ich das dahin tue, dann komme ich hier nicht mehr um die Kurve rum. Weißt du, ich muss um die Kurve noch rumkommen. Lass mich nochmal überlegen. Nee. Ah, doch, warte. Nee.
Ich habe jetzt schon verkackt, Alter. Schätze mal, jetzt von oben runterarbeiten. Und hier? Ich muss ja erstmal... Wir müssen ja hier unten die Schwarzen kriegen. Jetzt muss ich den Weißen erstmal wegkriegen. Das Problem ist, jetzt habe ich hier wieder einen Weißen. Ich brauche jetzt noch einen Schwarzen, der hier runter muss. Vielleicht, wenn wir jetzt... Warte mal, wenn wir jetzt so machen? Nee, das hilft auch nicht. Boah, Alter, voll zum Kotzen. Zieh die Schwarzen so gut es geht in eine Richtung erstmal und buxiere die Weißen aus dem Weg. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Warte mal. Ich krieg nur nicht noch mehr Schwarze nach unten. Ich pack jetzt mal den Weißen wieder hier hin. So, wir müssen jetzt halt einen weiteren Schwarzen runterkriegen. Aber wie? Irgendwas passt da noch nicht, warte mal. Wenn ich jetzt den Roten weg... Warte mal, vielleicht habe ich doch noch eine Idee. Wenn ich den Roten jetzt wegmache, dann kann ich den Weißen doch da hoch tun. So. Dann kann ich den Weißen da hoch tun. Jetzt müsste ich aber den Weißen noch wegkriegen. Nee. Rechts beide nach unten. Jetzt können wir die Weißen dahin tun. Dann haben wir wieder mehr Platz. Der Jens, man kann ja zwischenparken. Der Jens hat gute Ideen. Guck mal, jetzt können wir das nämlich so machen. Dann können wir den nach da oben parken. Dann machen wir hier nochmal wieder Platz. Wir müssen den einen Weißen da unten halt noch aus der Ecke rauskriegen, weißt du? Dann können wir den doch hier rausnehmen. So, fangen dann jetzt hier an. Parken das erstmal hier. Den müssen wir hier ganz rausholen. Dann parken wir den darüber. Warte. Dann machen wir den dahin. Der eine Weiße nervt mich jetzt noch. Aber warte mal, vielleicht kriegen wir das noch hin. Wenn ich jetzt den Roten da weg tue... Einen Weißen hier hoch packe. Kann ich den Roten da wegtun? Sieht das so aus, als hätte ich irgendwie mir das überlegt, was ich da tue? Nee, ne? Aber ich habe mir das schon überlegt. So, jetzt den darüber, den dahin, dann können wir den dahin tun. Den kurz dahin, dann parken wir den hier zwischen, den kurz hier hoch. Müssen wir nur den irgendwie dann nachher noch wieder in die Mitte kriegen. Das ist das Problem, ne? Der Rote muss wieder in die Mitte. Dafür muss ich wieder Schwarze nach oben kriegen. Jetzt muss ich mal euren Chat lesen, jetzt kotzt ihr alle. Zwischenzeitlich sah es gut aus, mittlerweile nimmer. Aber komm, es sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus jetzt. Ja? Ich muss jetzt nur überlegen, wie ich den Roten in die Mitte kriege. Da müssen wir wieder ein bisschen zwischenparken. Das kriegen wir aber hin. Warte mal. Muss ein bisschen in mich gehen. Wenn ich den... hier runter packe, den Roten dahin, den Weißen erstmal wieder da hoch in der Ecke. Wir müssen jetzt halt irgendwie so dieses Zwischengeparke machen. Kann ich nicht? Ja doch, der Weiße muss nachher da wieder weg. Lasst mich mal in mich gehen. Ich
muss irgendwie diese, so ein Switchery Room muss irgendwie noch gehen. Das ist das Problem. Jetzt hast du's? Echt jetzt? Oh ja. Ich hab nicht mehr gemerkt, dass ich es gelöst hab. Läuft bei mir. So, ich würde sagen, ich bin so hochbegabt, ich merke nicht mal, dass ich die Lösung habe. Das ist der Trick. Das ist der Trick. Einfach so gut sein, dass du das nicht mal merkst, Alter. Ich bin nicht darauf angewiesen, es zu verstehen. Ich mach's einfach. Es läuft einfach. Es passiert einfach. Ich brauch gar kein Gehirn. Das ist einfach Muscle Memory. Das läuft einfach automatisch. Voll gut. Darauf erstmal einen Tee. Danke für eure tatkräftige Unterstützung. Das haben wir gut gemacht. Das sind so diese klassischen Programmiereraufgaben. Bubble Sort und irgend so ein Müll, weißt du? Da musst du in Algorithmen denken. In Sortieralgorithmen. Ich habe damals im Studium, als ich das lernen musste, so Bubble Sort und so ein Kack, wir mussten das halt im Kopf ausrechnen und malen. Wir mussten das nicht programmieren, wir mussten es halt malen. Also total bescheuert. Und da habe ich mir irgend so einen YouTube-Kanal angeguckt, wo Leute, ich glaube aus Großbritannien oder so, diese verschiedenen Sortieralgorithmen getanzt haben. Das hat geholfen. Damit habe ich es gelernt. Miss Orca, Grüße gehen raus. Türme von Hanoi, genau. Türme von Hanoi, klassisches Ding, ne? Da hast du die verschiedenen Scheiben, die dann so einen Turm bilden. Und dann musst du gucken, dass du den einen Turm, dass du die tauschst und in der Mitte. Ach, ist einfach schön. Schön, 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 schön. So, was hat das jetzt gebracht? Cool. Irgendwas muss ja geschehen sein. Vielleicht ist die Tür jetzt auf, ne? Wir gehen mal nach unten, würde ich sagen, wa? Treppe benutzen. Einfach machen. Die Wendeltreppe führt zum Glockenturm. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Natürlich, das ist eine Glocke, verdammte Scheiße. Und wie du einen Grund hast. Kann ich jetzt rausgehen? Ich kann jetzt nicht gehen. Ich muss den Weg zu Markes Grab finden. Okay, vielleicht musst du dann dieses Ding jetzt drücken. Drücke mal. Drücke da mal drauf. Einfach drücken. Damit habe ich den Altar geholt. Ach so. Lol, das Video mit dem Tanzen zu dem Sortieren haben wir uns in der Schule auch angenommen. Das ist einfach geil. Es bleibt halt im Kopf. Es bleibt halt einfach im Kopf. Teppich. Ein Teppich! Und der ist auch steinhart, dieser Teppich. Der liegt ja schon länger. Der ist schon richtig festgeknuspert. Richtig widerlich, das Ding. Was ist das denn? Den habe ich ganz allein gefunden, den Teppich. Hinuntergehen. Die Luft hier lässt sich kaum atmen. Blue Space Sound, danke, danke, willkommen. Oh, die Luft. Die Luft hier ist richtig stickig. Richtig stickige Kackluft. Ich freue mich ja jetzt schon auf Teil 2, muss ich sagen. Wir ziehen es natürlich weiter durch. Ne? Ich denke, ihr seid bei Teil 2 und 3, seid ihr noch mit dabei oder was? Ne? Wir müssen das ein bisschen wie hier den Flötenmann. Das muss eben durchgebinscht werden, das hilft nichts. Danach machen wir dann, glaube ich, bis ich dann soweit bin, ist wieder Zelda-Zeit, würde ich sagen. Dann mache ich wieder Ocarina of Time. Jedes Jahr muss einmal durchgespielt werden. Dann bingen wir nochmal wieder Ocarina of Time durch. Bis dahin ist wahrscheinlich auch August. Ne? Erstmal im Dreck wühlen. Jetzt geht's los. Da ist wieder eine Öffnung. Da kommt bestimmt die Kugel rein. Es ist die gleiche wie oben. Kann ich mir das Ding oben wieder nehmen? Oder muss da die Kugel rein? Mach mal die Kugel rein. Nee. Erstmal umsehen. Was hier so abgeht. Sassy, Grüße gehen raus. Oder Neon. Klar, wir sind dabei. Teil 2 ist absolut Hammer. Okay. Ich habe mir sagen lassen, die ganze Serie soll ziemlich cool sein. Und ich muss sagen, mir gefällt Teil 1 auch. Ich bin ja nicht so der Rätseltypi. Ich mache das einfach nur durch Bauernschleue weg, ne? Einfach, muss einfach gehen. Da geht es schon. Und dann habe ich ja natürlich noch hilfreiche Leute an meiner Seite, die mir hier helfen. Ich denke, wir brauchen das Ding von oben. Sonst wird das nichts. Das müssen wir wieder nehmen. Siehst du, jetzt darf ich es rausnehmen. Gar kein Problem. Hol das Teil von oben, sage ich doch. Einfach machen. Ja, man, Teil 1 ist meiner Meinung nach am besten, aber die weiteren Teile sind auch toll. Okay. Ich bin gespannt. So, dann drücken wir das mal da rein in diese Öffnung. Da kommt bestimmt dieses Ding mit den Drehsachen. Guck mal, Licht geht an. Bäm, sofort öffnen sich die Fackeln. Und jetzt müssen wir gleich Atem zurechtdrehen. Was war das? Der Eingang hat sich geschlossen. Ich muss ihn irgendwie öffnen, sonst komme ich hier nicht wieder raus. Oh Mann, das sind mehrere Steinblöcke. Ich dachte, das wäre nur einer, wo wir das machen müssen. Smart Home des Mittelalters, ja. Gleich hat vergessen, die Alarmanlage auszumachen, da geht Möge die Glocke oben Weisheit an. Weisheit dir den Weg weisen. Die Heiligen Vier. Im Jahre des Herrn 1243.
Weisheit. Möge Weisheit dir den Weg weisen. Dann sind wir verloren, Leute. Dann sind wir verloren. Scheiße. Altes Buch. Oh, da sind mehrere alte Bücher. Fangen wir mal an mit dem Buch da hinten, hinten. Und das gehört wahrscheinlich zu diesem Stein. Genauso wie dieses Buch zu diesem Stein und dieses Buch zu dem Stein und so. Und dann werden wir das schon rausfinden, ne? Gucken wir mal kurz in Williams Tagebuch, was er da geschrieben hat. Müssen wir wahrscheinlich auf der nächsten Seite einmal uns alles vorlesen lassen hier. Los geht's. Lehnt euch zurück, wir lassen ihn nochmal wieder lesen. Ich war zu müde, um den Mechanismus richtig einzustellen. Ich bin Bevor ich heimkehrte, fertigte ich eine Skizze des Mechanismus an und legte die Steine an ihre ursprünglichen Plätze zurück. Morgen will ich so früh wie möglich nach Wormhill aufbrechen. 27. April. Heute war das Glück auf meiner Seite. Ich habe den Gang geöffnet, der zu Markus' Grab führt. Ich bin mit Sicherheit der Erste seit Jahrhunderten, dem dies gelungen ist. Meine Überraschung war groß, als ich in das Grab hinunterstieg. Von Markus' Leiche war keine Spur zu finden. Seine Überreste müssen irgendwo versteckt sein. Ich habe die Hoffnung, dass die Antwort in den vier Büchern in der Mitte des Grabes zu finden ist. Möge Weisheit dir den Weg weisen, steht in Stein gemeißelt. Im Tode wie im Leben wird Markus von Weisheit geschützt. Ich bin fast sicher, dass das erste Lösungswort Atem lautet. Ich habe in der Dunkelheit versucht, den Text aus den Büchern niederzuschreiben. Aber es war leichter, ihn mir einzuprägen. Ich habe auch einen außerordentlichen, höchstwahrscheinlich zeremoniellen Gegenstand in der Form einer vollkommenen Kugel gefunden. Als ich sie berührte, war mir, als würde ich den Atem der Jahrhunderte spüren. Ein seltsames Gefühl. 7. Mai. Vor dieser Nacht habe ich Angst. Ich habe 2 Tage lang nicht geschlafen und ich höre Stimmen. Ja, das kenne ich. Menschliche Stimmen. Ach so. Dutzende davon. Ihr Geflüster in meinen Ohren ist wie das Rauschen eines schrecklichen Meeres. Was geschieht mit mir? Werde ich auch wahnsinnig? Nein, das will ich nicht glauben. Ich bin so kurz davor, die Wahrheit zu finden. So kurz davor. So, was hast du erwartet? Ist halt ein Rätselspiel, gell? Ja, gell? Ich habe nichts anderes erwartet, deswegen. Ich freue mich ja auch, ne? Ist ja genau wie Flötennase auch ein Rätselspiel. Das kriegen wir hin. Sind doch zu viel, Lull. Zu viel, zu, was? Sind doch zu viel, Lull? Ah, atemlos durch... Oh, nee, komm. Trucker Dave werde ich nicht zu Ende lesen. Danke für diesen Ohrwurm. Der hatte Urlaub und war nicht da. Hi, Fuchs, ich bin Simso. Keine Ahnung, ob du mich noch an mich erinnerst. Simso, Grüße gehen raus, aber ich glaube nicht. Hilf mir mal auf die Sprünge. Vielleicht erinnere ich mich dann wieder. Namen sind bei mir Schall und Rauch. Atem der Jahrhunderte klingt eklig. Ja. Ich höre auch Stimmen, wenn ich lange nicht schlafe. Stimmen zu hören ist nicht schlimm. Ich weiß, wovon wir reden. Ich rede gerne auch mit Objekten. Das ist ganz normal. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal hier hinten an, oder was? Ne? Nehmen wir mal das Buch da und wollen wir eben hören. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Die Leere. Oder? Was war jetzt nochmal der Aufhänger? Letztes Jahr Zelda OOT Playthrough. Ah, I remember. Doch, ich remember. Oder Loch. Loch könnte auch gehen. Was war denn nochmal das zentrale Wort? Er hatte doch irgendwas gesagt, ich habe schon wieder vergessen. Irgendein zentrales Wort, worauf sich jetzt alle diese 4 Wörter beziehen. Ich habe jetzt keinen Bock, das Buch nochmal zu öffnen. Hat einer aufgepasst? Atem. Ja, Atem ist der erste Begriff, meinte er. Oder nicht? Wann kommt das Playthrough von diesem Jahr? Irgendwann demnächst. Wir machen jetzt diese 3 Teile hier durch und dann geht's los. Denke ich mal. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Und dann ist hier noch so ein Ding jetzt. Ah, gucken wir mal, ne? Loch kann es sein. Weil wir haben halt nur 4 Buchstaben.
Ein Loch in der Wand. Nehmen wir Loch. Vielleicht, wenn zeitlich möglich, in den Herbstferien. Ich weiß nicht, wann die Herbstferien sind. Das Wort war Weisheit, oder nicht? Ach ja, Weisheit. Oh, der Hahn. Da ein L. Das ist Loch. Das ist eindeutig Loch. Ich sag euch das. Guck mal, hier ist ein O. Wir geben jetzt eben noch ein Loch ein. Bei dem Font bekomme ich sofort Bock, Diablo 2 zu spielen. Ach, der Falke ist ja nicht mehr da. Falke, wenn du das hier hörst, wir müssen uns vorbereiten auf Diablo 2. Loch. Es funktioniert. Möge Weisheit dir den Weg weisen. Ihr seid echt weise. Ihr seid echt weise und die erste Stunde ist rum. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen jetzt wieder kurz entspannte 5 Minuten Pause, ne? Dann könnt ihr euch eh mit was, mit Weisheitssaft, ne, versorgen. Und dann sehen wir uns alle gleich in ganz entspannten 5 Minuten wieder und werden dann versuchen, noch 3-mal unsere Weisheit zu beweisen. Ich bin sehr gespannt, ne? Geht ihr Pipi machen, versorgt euch mit was zu trinken und Knabberkrams und dann sehen wir uns gleich entspannt in 5 Minuten wieder. Bis gleich.